Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ja, nachdem wir in der letzten Folge es endlich geschafft haben, diesen Controller-Bug hier zu umgehen mit dem Dach, können wir uns nun endlich aufmachen, um ja, wegzureisen. Ich denke mal, dass wir. Oh, ist das Grill. Ich denke mal, dass wir hier soweit alles geschafft haben. Ich werde versuchen, auf Maus und Tastatur zu bleiben, damit das Ganze ja hoffentlich bugfrei demnächst ablaufen wird. Alter, was bitte? Das Hühnerbeinhaus. Glückliches Gackern. Geh, wohin ich sage. Ja, ich denke mal, wir müssen erst aufstehen und dann gehen, ne? Hütte, Hütte, steh auf. Gedämpftes Gackern. Oh. Hallo? Okay. Achso, kann ich da nochmal reden? Hütte, Hütte, geh, wohin ich sage. Ja, und so sieht das jetzt von oben aus. Da muss ich mal eben kurz. Ich weiß, euch nervt das bestimmt. Ich weiß nur nicht genau. Du kannst diesen Ort verlassen und zum nächsten Ort reisen. Interagiere mit dem Skelettstuhl, ja, das habe ich ja gerade gemacht, und betritt mit deinem Haus an jedem Punkt am Rand der Karte des Nebels. Der Satz ist jetzt ein bisschen komisch. Interagiere mit dem Stuhl und betritt mit deinem Haus an jedem Punkt am Rand der Karte den Nebel. Ach so. Ah, okay. Nee, der Satz ist doch nicht so komisch, wie ich jetzt gedacht hatte. Die Frage ist jetzt nur, können wir hier noch die Karte anmachen? Können wir noch? Sehr schön. Wir gehen da jetzt Richtung Westen. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich wollte in den Norden gehen, ne? Ich wollte ja eigentlich da. Ach so, da oben sieht man es ja. Ich wollte eigentlich in den Norden gehen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich wollte in den Norden gehen. Wir gehen einfach mal Richtung. Was machen wir denn mit den Bäumen? Oh, okay. Machen wir die kaputt oder hauen wir die einfach nur zur Seite? Es sieht so aus, als ob wir die nur zur Seite hauen aktuell. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt wieder Screenshots machen kann, wenn ich ehrlich bin. Also deswegen seht es mir nach, wenn ich hier und da mal einen Screenshot mache. Achso, oh, sind wir schon soweit? Ja, Reise fortsetzen. Was stand da gerade mit abgeschlossener Aufgabe? 10 Pilze? Habe ich die jetzt eingesammelt oder was? Egal. Schauen wir mal. Die nächste Prüfung wartet hier. Essbare Pilze, Himbeeren, Getreide. Keine Ahnung, was das jetzt mit meiner Prüfung auf sich hat. Du bist gerade dabei, die derzeitige Karte zu verlassen. Du wirst deine Basis und deinen Fortschritt behalten und du wirst neue Gegenstände, Aufgaben und interessante Orte an deinem Ziel finden. Du wirst nicht zu deinem derzeitigen Standort zurückkehren können. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. So eine Art, ja, Open World im Sinne von, dass man nochmal zurück kann. Das hätte ich jetzt besser gefunden. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Prüfung des Waldgeistes. Okay. Ich war schon seit vielen Monaten nicht mehr an diesem Ort, aber er wird sich gut für deine weitere Ausbildung eignen. Du wirst Holz brauchen, um unser Haus zu vergrößern. Ja, ich weiß, zumindest um das zuzumachen. Dafür müssen Bäume gefällt werden. Oh, ich sehe aber. Oh. Das ist doch nicht so schön, dass das hier so. Hä, aber warum? Hier hat das doch funktioniert, oder? Hier und da? Hat der das richtig gemacht? Aber hier, ja gut, weil das da mittendrin ist wahrscheinlich. Sieht ein bisschen komisch aus. Du denkst, das klingt einfach. Fang jetzt nur nicht an, wild darauf loszugackern. In diesen Wäldern wohnt ein Waldgeist. Er und ich haben eine Abmachung, aber mit dir hat er keine. Du musst dir sein Vertrauen erst verdienen. Beginne damit, sein Interesse zu wecken. Deine erste Lektion wird eine Aufgabe sein. Verdiene dir den Respekt des Waldgeistes, indem du ihm drei Gefallen tust. Warum drei? Das weiß niemand so genau. Aber die drei ist eine magische Zahl. Sie soll ihm also gefallen. Um herauszufinden, was er braucht, frag die Menschen in diesem Land. Sie wissen es am besten.
Vielleicht besuchst du die Lutki noch einmal. Es gibt noch so viel mehr über diese kleinen Holzklötze herauszufinden. Denn auf ihre Weise sind sie weise. Ja, also das lässt mich auch ein bisschen darauf schließen, dass ich vielleicht wirklich nochmal zu denen hätte gehen müssen in dem alten Gebiet. Dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses am oberen Bildschirmrand. Barzlin. Das sind so drei Häuser. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Halt ab. Kann ich nochmal hören, was du gesagt hast? Ich habe noch eine Frage zu meiner Aufgabe. Was möchtest du wissen? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Wie finde ich den Waldgeist? Er zeigt sich nicht jeden. Du musst ihm erst beweisen, dass du würdig bist. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass er sich auf die ein oder andere Weise bemerkbar macht. Ich vermute, dass es im Dorf Barzlin Menschen gibt, die in letzter Zeit mehr mit ihm zu tun hatten als ich. Vielleicht erzählen sie dir ihre Geschichten. Was kannst du mir noch vom Waldgeist erzählen? Es ist ein kleinlicher, dickköpfiger Schwindler, der sich selbst viel zu wichtig nimmt. In jeder Gegend hat er einen anderen Namen. Hier nennen wir ihn Leschi. Leschi? Er mag so aufgeblasen und wohlriechend sein wie ein verwesener Leichnam, aber ich warne dich davor, sich mit ihm anzulegen. Ich glaube, die mag den nicht so wirklich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gibst du mir einen Tipp? Ja, das hat sie ja im Endeffekt schon gemacht, ne? Aber wir fragen trotzdem mal. Aber, Flusskätzchen, das Lernen besteht sowohl aus dem Tun wie aus dem Erzählen. Manches musst du selbst herausfinden. Sprich mit jenen, die hier wohnen. Sie kennen und bewirtschaften das Land schon ihr ganzes Leben. Mach dich noch einmal auf den Weg zu Lutki. Zu den Lutki, so. Sie sind das Land selbst zum Leben erweckt. Warum sind das dann so Holzklötze? Ich bin mir sicher, dass sie viel erzählen können, wenn sie dazu bereit sind. Die drei Aufgaben, die du erledigen musst, sind keine großen Rituale. Es sind kleine Taten, die von Güte und Verständnis zeugen. Solche Taten können die Welt bewegen. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Kannst du mir denn was über diesen Ort hier erzählen? Das Menschenreich und das Reich der Natur existieren hier auf unbehagliche Weise nebeneinander. Die Menschen vergessen oft, dass sie nur Gäste auf dieser Welt sind. Sie werden aus der Erde geboren und nach ihrem Tod kehren sie in die Erde zurück. Glaube aber nicht, dass die Natur gütig und sanftmütig ist. Oder dass sie sich nicht selbst schützen kann. Es gibt im Reich der Natur Wesen, die so grausam und egoistisch sein können wie jeder Mensch. Und sie haben darin auch noch mehr Erfahrung. Okay. Setz dich in Bewegung! Okay. Ist alles gut. Davon machen wir jetzt aber bewusst noch ein Bild. So, wir müssen dahin. Ich würde sagen, wir stellen uns hier mal so ein bisschen zentrierter hin, oder? Moment, da ist der Westen. Dann müsste ich eigentlich in die Richtung so ein bisschen. Oh, was war das denn jetzt gerade? Es tut mir leid, liebe Bäume. So, den Fluss entlang. Obwohl, hier ist jetzt gerade... Hier ist ein Dorf. Hier ist auch gerade so ein schöner Übergang. Pass auf, dann machen wir das so. Können wir hier ein bisschen aus den Bäumen raus. Weil wäre, also genau hier in den Bäumen möchte ich mich jetzt ungern reinsetzen. Wie der Waldgeist sieht es nicht gern, wenn ich mich da reinsetze. Was? Dann muss ich mich mitten in den Wald reinsetzen. So. Okay, also ich habe jetzt gerade... Ah nee, doch nicht. Moment, hier hinten der eine. Der ist immer noch auf die gleiche Art und Weise hier drin. Aber wir haben jetzt einen neuen Baum hier drin. Ja, warum auch nicht? Lassen wir das jetzt mal einfach so. Okay. Steine sind hier auch im Weg. Ist ja alles wunderbar. Oh, was ist denn hier vorne? Moment.
haben wir denn hier? Hier ist... Alter, musst du mich so erschrecken? Das habe ich total vergessen, dass der hochgeht. Herbstliches Blumenkleid mit Schürze. Ja, ich sehe wenigstens ein bisschen moderner jetzt aus. Oh, das ist gut. So, wir müssen uns sowieso hier noch ein bisschen umsehen, aber wir sollen erst... Was ist denn da hinten? Moment. Wir sollen erstmal die Quest machen, wollte ich gerade sagen. Falsche Taste. Gemälde mit grünen... Ah, Kürbis. Hier haben wir noch Honig, wenn ich was sehen könnte, heißt das. Zack. Und da hinten... Ich weiß, ich wollte eigentlich jetzt der Quest folgen. Aber ich habe da hinten was gesehen, da wollte ich mal eben schauen. Was ist denn das hier? Oh, hallo, du Süße. Wie kann ich dich denn befreien? Ah, so. Okay. Kann ich dich aufnehmen? Offenbar hat sich eine Fremde in diesen Wald verirrt. Oder in das, was davon übrig ist. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen, aber vielleicht hast du dein wahres Gesicht noch nicht gezeigt. Hm? Schließlich bist du immer noch ein Mensch. Und Menschen offenbaren ihre wahren Absichten selten, wenn es um die Belange der Natur geht. Du hast meine Aufmerksamkeit, Fremde. Jetzt musst du mein Vertrauen gewinnen. Ich habe das schon so ein bisschen gedacht, als ich gesehen habe, dass da ein Tier drin gefangen war. Und ein bisschen gehofft. Aber ich war mir nicht sicher. Moment, da haben wir noch ein bisschen Honig. So, was haben wir denn da? Da oben können wir, glaube ich, nichts machen. Was ist das denn hier? Können wir da hoch? Ist das ein Bug oder ist das... Soll die da so hochfliegen? Das sah ja mal geil aus. Oh, da ist noch was. Hui. Ein Wassertrog, sehr schön. Ein Heuwagen, okay. Was ist denn das hier, eine Ruine? Da sind sie wieder. In die Wildnis kommt geschwind dieses junge Hexenkind. Kann ich dir helfen? Wir danken für die Helfershand. Wir wären gern nicht bedürftig. Der Jäger dringt in unser Land. Mit Türmen, die dort nicht sein dürfen. Zerstör die Hochtürme geschwind. Lass die Natur sich wehren. Zeig ihm, dass er lernen muss, die Wildnis auch zu ehren. Okay. Einige Holzbauten können zerstört werden. Ziele und schieße mehrmals mit deinen Vögeln, um sie zu zerstören. Ach, hier wie heißen die mal hier? Die, nicht Heuschrecken. Ach komm, die Vogel. Scheuchen. So, die müssen wir auch machen, oder was? Also okay, den, das mit dem, mit der kleinen Kiste hier, das ist klar. Was macht ihr da? Einst waren wir voller Kraft und Mut, doch Streit war unser Sterben. Jetzt suchen Kinder nach dem Gut, im Baustamm voller Leben. Sie wissen, Leben wurde uns von Schnitzerhand gegeben. Der Bienenstock gehört zu uns. Wer so denkt, liegt daneben. Okay. Gibt es viele von euch? Einst waren wir so viele mehr. Mit Rinde, Wurz und Blatt. Doch lang ist's ja nun schon her, dass man an uns geglaubt hat. Verloren unser Wissen ist, von Feuer und von Axt verzehrt. So geht dahin all unsere Art, verschwindet ungehört. Du kannst sprechen? Ja, vielleicht hätte ich das als erstes sagen sollen. Du denkst vielleicht, dass du nur träumst. Verwirrend ist die Sache. Kein Traum ist dies, o Menschenkind.
Ich spreche die Menschensprache. Ich bin sehr alt für meine Art, hab Reiche fallen lassen. Die Kleinen hier arm an Verstand. Sie können dich kaum verstehen. Von Feuer und Axt? Das klingt ja schrecklich. Da hat er gar nicht von gesprochen, aber ist okay. Zum Lachen ist die Sache nicht. Wir sind nicht bloße Scheite. Doch hält uns oft für Feuerholz der Mensch, der nicht Gescheite. Siehst du mal ein meiner Art, bestimmt fürs heiße Feuer? Hallo, geht's noch? So rette ihn, so flehe ich, vorm Schicksal ungeheuer. Okay, mach ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eigentlich habe ich dem jetzt nur eine Beere gegeben. Oh, cool. Irgendeine Kräuter habe ich erhalten. Moment. Die müssen wir auch noch. Dich kümmere nicht mehr. Ja? Gehört ihr zusammen? Dir kann ich noch eine Beere geben. Hier auch. Großer Zwiebelzopf. Ach, sehr cool. Da hinten war noch einer, ne? Moment, euch kann ich auch noch eine geben. So. Ja, jetzt wollen sie ja aber einfach futtern, ohne was zu geben, ne? Hängende Kräuter, sehr schön. Was mit dir? Auch nochmal hängende Kräuter. So. Was ist mit dir? Ach so, damit interagiere ich, okay. Naja, gut. Bin nur froh, dass ich da jetzt nicht stehe. Aber ich denke, dass es Bienen sind, keine Wespen. So. Zack. Wobei ich nicht weiß, kann man daneben stehen und das einsammeln? Nee, kann man nicht. Die muss man runterschießen. Okay. Oh, da war Wasser. Okay, liebe Leute. Ich habe ein paar Fragen. Wo seid ihr? Ich kann das Warten nicht ertragen. Zumal ich heute leider auch nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Das klingt doof, aber es ist leider wirklich so. Moment, kennen wir dich nicht? Ach, du schon wieder. Die junge Hexe, hallo. Was weißt du über den Wald? Also, naja, fragen wir erstmal. Hallo, wie ist es dir ergangen? Ich habe meinen Wagen wieder zum Laufen gebracht, aber dein Fortbewegungsmittel ist schon etwas beeindruckender, was? Jedenfalls habe ich jetzt geöffnet, also sieh dich ruhig um. Zweifelndes Grunzen. Achso, das war der eine. Ja, ich weiß es auch nicht, Felix. Was weißt du über den Waldgeist? Es gab eine Zeit, in der die Leute erkannten, wenn ein Naturgeist in der Nähe war. Aber heutzutage verschließen sich so viele Menschen der alten Magie. Halte Ausschau nach diesem Geist. Ich habe das Gefühl, dass er mächtig ist. Also wird... Es wird also nicht leicht. Du hast recht, Felix. Stolz sind sie auch. Zumindest die, die nicht so scheu sind. Man muss ihnen mächtig Honig ums Maul schmieren. Wortwörtlich? Zeig ein bisschen Rücksicht auf die Natur. Lass sie sehen, dass man dir vertrauen kann. Und du wirst mit der Zeit ihre Gunst gewinnen. Du könntest versuchen, dich mit ein paar wilden Tieren anzufreunden. Das könnte seine Aufmerksamkeit erregen. Der Jäger sollte wissen, wie man sich ihnen nähert. Er ist hier bestimmt irgendwo. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich vorhin noch einen Lutk gesehen. Der Waldgeist betrachtet diese kleinen hölzernen Kreaturen als seine Kinder. Ich glaube, ich habe sie auf dem Grundstück der Dorfimkerin gesehen. Ich bin sicher, dass sie dort immer noch ihr Unwesen treiben. Der lächelnde Bienenstock. Dir wurde von einem Ort erzählt. Finde ihn mit Hilfe des Kompasses. Okay. Stimmt etwas nicht? Die Hexe, mit der du dich abgibst, das ist Baba Yaga, ja? Ich meine Baba Yaga, nicht nur eine alte Frau mit einem Kräutergarten, die etwas streng riecht. Ja, von denen haben wir schon ein paar gesehen. Aber du kennst die Geschichten, nicht wahr? Baba Yaga mag große Macht haben, aber sie kann auch gefährlich sein. Du solltest dich nicht leichtfertig mit ihr einlassen, wenn du verstehst, was ich meine. Und wenn du es nicht weißt, dann wirst du es bald wissen. Sei immer auf der Hut, Mädchen. Ich frag mal...
Wenn du etwas kaufen willst, sag mir Bescheid. Ja, sag das doch nicht alles. Also dann, wenn du handeln willst, lass uns handeln. Ich wollte handeln, ja, aber du sollst nicht die ganze Zeit reden. Ach so, leg es einfach. Ach so. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ja, man sollte nicht so schnell klicken. Also einfach auf die Waage drauflegen. Was hat der denn, was man theoretisch kaufen kann? Mehl und so, ne? Was ist das denn? Eine Tarotkarte. Okay. Nee, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe kein Geld für sowas. Ich höre das. Ah, nein, ich wollte gerade sagen, ich höre doch was. Schmutziges Schneidebrett. Hallöchen, nicht weglaufen. Ich muss mit dir reden. Hast du etwas Interessantes gehört? Hallo, wir haben es noch nie gesehen, aber hast du was Interessantes gehört? Die Hasenfallen, die der Jäger aufstellt, bereiten mir Sorge. Manchmal müssen die armen Dinger tagelang in diesen Vorrichtungen ausharren, bis er sie holt. Wir alle müssen essen, aber dieses unnötig lange Leiden macht mich traurig. Ich habe ja gerade erst was anderes drin. Ach so, das war eigentlich doof, weil mit den Bienen... Ja, da müssen wir gleich nochmal umswitchen. Ich würde das Grab meines Vaters öfters besuchen, wenn die Friedhofswärterin nicht so ein kauziges, verrücktes Huhn wäre. Wortwörtlich, oder was? Krähen überall auf seinem Grab. Oh, ich krieg schon bei dem Gedanken daran Gänsehaut. Der wurde von einem Ort erzählt. Okay. Ja, das können wir mal highlighten, keine Ahnung. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Nun, Barzlin war schon immer mein Zuhause. Wir führen hier ein ziemlich einfaches Leben. Das Land versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wir fischen, jagen und bauen seit Generationen Gurken an. Du musst den Fluss auf deinem Weg hierher gesehen haben, nicht wahr? Er ist die Lebensader dieses Ortes. Unsere Boote können Waren weiter transportieren als jeder Karren. Und sein klares Wasser sorgt dafür, dass unsere Felder fruchtbar sind. Und wir laufen als Schwestern gerne mal durch uns durch, weil wir anderen immer denken, dass wir unsichtbar sind. Aber ich fürchte, dass sich Veränderungen eingeschlichen haben. Es gibt Leute, die glauben, dass die Holzfällerei viel profitabler ist als Landwirtschaft. Kann die mal aufhören, hier im Kreis zu laufen? Ach, ich habe Angst davor, wohin das führen wird. Was weißt du über den Waldgeist? Nee, warum findest du, dass die Abholzung ein Fehler ist? Wir sind vom Fluss und seinen Ressourcen abhängig und haben gelernt, ihn zu respektieren. Für uns ist er wie ein fürsorglicher Vater. Aber die Holzfäller haben dem Wald nicht die gleiche Ehrfurcht entgegengebracht und jetzt sind einige nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Ich glaube, sie sind immer noch irgendwo da draußen und zahlen den Preis für ihre Gier. Wenn der Zorn der Natur nicht besänftigt wird, dann werden auch wir bald alle den gleichen Preis zahlen. Was weißt du denn über den Waldgeist? Waldgeist? Hm, das erzählen sie sich also. So ein Quatsch. Ich glaube, sie sind zu oft von umstürzenden Bäumen getroffen worden. Hm, also du bist nicht sehr gläubig. Okay, auf Wiedersehen. Und da schiebt sie mich einfach weg. Alter, was sind das für Leute hier? Was möchtest du? Hast du irgendwas Interessantes gehört, du unbekannte Frau? Ich habe gehört, dass die Friedhofswärterin den guten Breiern ihre fiesen Vögelchen verschwendet. Und dabei wissen einige von uns guten Leuten nicht, wie sie den Winter überstehen sollen. Ja, das hab ich schon. Was weißt du denn über den Waldgeist? Meine Babuschka hat mir immer Geschichten über ihn erzählt. Sie sagte, er sei ein Gestaltwandler. Manchmal erscheint er als riesengroßer Mann mit einem langen grünen Bart. Ach schade, ich hatte gerade Gandalf im Kopf. Manchmal als weißer Hirsch und einen Totenschädel als Kopf. Das hat mir so viel Angst gemacht, dass ich wochenlang nicht schlafen konnte. Leute, was habt ihr eigentlich alle, dass ihr euch hier im Kreis dreht? Das macht mich gerade verrückt. Wenn ihr in der Nähe ist, solltest du schnell Reis ausnehmen. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Die nächste kommt durch den Zaun. Moment, ihr seht ja alle gleich aus. Mit wem soll ich jetzt hier reden? Ich gehe jetzt einfach mal in die Hütte rein. So. Hier haben wir nichts, was wir mitnehmen oder öffnen könnten. Nee, das ist auch nicht zum Öffnen. Ah, mit dir habe ich auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Hey, wie geht es dir? Du scheinst Hilfe zu brauchen. Das tue ich tatsächlich. Meine Bienenstöcke müssen abgeerntet werden, aber ich habe einen schlimmen Rücken und kann mich kaum bücken.
Wenn du mir bei der Honigernte hilfst, schenke ich dir ein paar schöne Wachskerzen. Die zerlaufen besonders schön. Ich halte meine Bienen in den 3 ausgehöhlten Baumstämmen, in die Gesichter geschnitzt sind. Sie sind kaum zu übersehen. Alle 3 stehen hier auf meinem Grundstück. Nutze Rauch, um die Bienen zu beruhigen. Er macht sie gefügig und verhindert, dass sie zustechen. Dafür brauchst du einen Kiefernzweig. Dann kannst du die Waben herausnehmen. Ja, den habe ich ja eigentlich schon, ne? Die Bienen... Ach so, wegen dem... Ja, ja, den Kiefernzweig wegen der Räucherung. Ja, ja, klar. Die Bienen sind zu dieser Jahreszeit nicht sehr aktiv. Aber sollte das kein... Sollte das kein Problem sein. Jedenfalls denke ich das. Wo finde ich einen Kiefernzweig? Hä, die hat den nicht mehr? Gar nicht so weit weg von hier wächst eine große Kiefer. Okay, dann nehmen wir die jetzt erstmal als Highlight. Warum sind auf den Bienenstücken Gesichter eingeschnitzt? Das ist in dieser Gegend Tradition. Früher haben die Leute geglaubt, dass die Gesichter Götter und Geister darstellen. Wenn dann die Götter die Bienenstöcke sahen, fühlten sie sich so geschmeichelt, dass sie eine reiche Honig- und Wachsernte schenkten. Heute dienen sie hauptsächlich der Dekoration. Diese 3 sind meine ersten Versuche. Wie findest du sie? Nein, nein, sag nichts. Ich weiß, dass ich mehr Übung brauche. Ich würde dir mehr erzählen, aber oh, diese Rückenschmerzen. Ich muss mich wirklich hinlegen. Ja, kein Problem. Ich gehe mal den Kiefernzweig suchen, den ich eigentlich hätte haben müssen. Da. In der Richtung. Zu euch komme ich später nochmal. Was hüpft die denn hier so rum? Also, es ist halt Early Access, ne? Aber finde ich trotzdem auch witzig, wenn sowas geschieht. Deswegen. So, machen wir mal ein paar Pilze. So, bist du. Ja, das sieht gut aus. Aber ich verstehe nicht, warum die den Zweig nicht mehr hat, den die ja... Was war das denn? Den die ja vorher hatte. Das hat sich angehört wie das Haus, aber das Haus ist gar nicht hier. So, Moment. Bienenstücke. Was bist du? Wie danke für deinen Einkauf. Oh nein! Ich wollte es nur einsammeln. Ach scheiße. Ups. Ah toll. Die Bienenstöcke habe ich gefunden. Ach so, das sind die. Okay. Da ist noch einer. Das sieht aber richtig gut aus. So, 3 Stück hat sie gesagt, ne? Moment, das war der, den ich eben gemacht habe. Hier war noch was am Leuchten. Hat die Imkerin nicht gesagt, dass es 3 Bienenstöcke sind? Ich sehe nur 2. Vielleicht sollte ich und den Rest habe ich nicht verstanden. Vielen Dank. Ach nee, mit J kann ich gar nicht. Müssen wir so machen. Mit dem Jäger sprechen. Ja, wieso kann ich... Hä, warum habe ich das jetzt nicht so, wie ich das sonst auch hatte hier drin? Sammlung? Ja, aber was soll sie denn jetzt machen? Soll mit dem Jäger sprechen? Ach, das ist doch bestimmt der, den die da geklaut haben, oder nicht? Ich glaube, einer deiner Bienenstöcke ist verschwunden. Jemand muss ihn gestohlen haben. Nicht schon wieder. Das ist schon das 2. Mal. Das erste Mal, als einer meiner Bienenstöcke verschwand, fand ich ihn im Wald, umgeben von verrotteten Getreidekränzen. Ich kann es mir immer noch nicht erklären. Ja, doch, ich schon.
Ach, ich habe das Gefühl, dass meine Rückenschmerzen immer schlimmer werden. Nun, es ist nicht deine Schuld, also danke trotzdem. Wenn du ihn irgendwo siehst, bring ihn bitte zurück. Oh, ich muss jetzt ein heißes Bad nehmen. Ja, vielen Dank für die Kerzen. Ich weiß ja, wo der ist. Die Frage ist jetzt nur... Moment, da ist das Haus. Das heißt, wir haben das dann da irgendwo gesehen. Ach, dieser Holzhacken. Dann habe ich das wahrscheinlich gehört. Also, da hinten ist das. Und ich meine, auf die getroffen habe ich, wenn ich hier rüber gesprungen bin. Sind die doch hier, oder? Ja, genau. Muss ich jetzt mit dir nochmal sprechen oder kann ich den einfach mitnehmen? Der hat ja selber gesagt, ich glaube, ich muss nochmal mit ihm sprechen, oder? Warum hast du den Bienenstock mitgenommen? Einst waren wir voll Kraft und Mut, doch Streit war unser Sterben. Jetzt suchen Kinder, das hat er schon mal gesagt. Sie wissen, Leben wurde uns von Schnitzerhand gegeben. Der Bienenstock gehört zu uns. Wer so denkt, liegt daneben. Er gehört in Wirklichkeit der Imkerin im Dorf. Der Stock mag keiner von uns sein. Doch hätten sie ihn gerne. Es wäre nicht zu viel verlangt, dass Menschen teilen lernen. Ich weiß, du suchst des Geistes Gunst. Du brauchst seine Gabe. Wenn du uns lässt, den Bienenstock, ein Opfer sollst du haben. Ja, nein. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, ne? Weil eigentlich braucht sie ihn. Ja, ich möchte ein Opfer darbringen. O treue Freundin in der Not, hast du uns Gunst erwiesen. Nimm dies und glaube meinem Wort, bei uns wirst du gepriesen. Such nun den Baum stark und frei, er hat die Erz zerhauen. Honig und Hafer bring vorbei, die lassen sich leicht kauen. Dir wurde von einem Ort erzählt, finde ihn mit Hilfe des Kompasses. Okay, dann highlighten wir den mal. Na gut, aber das werden wir nicht mehr diese Folge machen. Was wir allerdings diese Folge nochmal kurz machen werden, das mal eben ausprobieren, ob wir das Ding hier wirklich so kaputt schießen können. Können wir das auch von hier aus machen? Ah, ja. Hallo. Du bist ein wirklich faszinierendes Exemplar deiner Art. Du stellst das Wohl der Natur zum zweiten Mal über die Bedürfnisse der Menschen. Wenn du auf diesen Pfad weitergehst, werden wir uns wiedersehen. Das kann ich dir versichern. Nein, ich wollte ein Bild machen, das sah so schön aus. Och Mann. Ach, na gut, na gut, na gut. Dann sammle ich hier nochmal eben schnell die Bärchen ein, die wir hier haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt Honig und Bären... Ach so, musste ich dann aber von dem Baum da hinten holen, ne? Was war denn das hier? Konnte ich das jetzt... Ach nee, das ist eigentlich nur... irgendeine optische Sache, glaube ich. So, dann stellen wir uns schon mal hier hin. Ich denke mal, das ist eh nicht so weit weg. Ist das der Jäger? Es wird wahrscheinlich der Jäger sein, ne? Ist nicht so weit weg, ist gut. Das ist komplett auf der anderen Seite. Naja, gut. Aber wir machen trotzdem hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt nämlich auch dringend mal eben weg. Und ich wollte sowieso gucken, dass wir die Folgen nicht so lange machen. Und ich denke, das dauert auch noch ein wenig, bis wir dann die Sache mit dem Waldgeist hier abschließen können. Ja, wir müssen das mit der Opfergabe jetzt noch machen. Ich weiß nicht, ob wir noch was von diesen komischen Dingern da kaputt machen müssen, von diesen Hochständen. Oder ob wir... Ist das da hinten Hochstand oder ist das mein... Nee, ich glaube, das ist mein Haus, was ich da hinten rechts sehe. Oder ob wir auch noch mehrere Fallen kaputt machen müssen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, weil wir können die ja, glaube ich, immer noch anpinnen. Das schauen wir dann auf jeden Fall mal in der nächsten Folge nach.
Und ja, jetzt werden wir erstmal die Quest als erstes in der nächsten Folge machen mit dem Baum. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann die Opfergaben wieder zurückbringen müssen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie so aufgeregt, weil es jetzt weitergeht. Und ach Gott, okay. Dankeschön erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!